Hallo liebe Zuschauer, grüße euch auf DC TV. Ein sehr trauriges Ereignis. Corinna Miazga, AfD-Abgeordnete, mit 39 Jahren verstorben an Krebs. Sie hatte ja Brustkrebs und man dachte eigentlich auch wirklich Leuten, die auch in der AfD sind, da habe ich gesprochen, die auch dachten, das sei eigentlich weitgehend überstanden oder durchgestanden oder überwunden die Krankheit, aber dem war nicht so. Sie ist letzte Woche verstorben, Frau Miazga, und mein Beileid an die Angehörigen und viel Kraft. Und der einzige Trost, den ich habe, oder ist ein großer Trost, dass Frau Miazga auf dem Weg in ein neues Leben ist. Und von daher ich ihr von hier aus alles Gute wünsche. Jetzt geht es hier aber darum, um die Reaktionen. Und dann muss man mal wirklich, gerade die bei der Ukraine und bei Flüchtlingen und bei Klima und bei allem, die Menschlichkeit und die Toten und die ganz schlimm alles und so weiter, ja. Und das alles beklagen, aber dann so reagieren, wenn eine AfD-Politikerin verstirbt. Mit 39 Jahren. Ja, also wirklich nicht jetzt, wo man sagt, naja gut, das ist auch vom Alter her dann jetzt nicht so ungewöhnlich. 39 ist ein Wahnsinn, ja, mit 39 zu sterben. Und wir gehen hier mal rein in, da wurden Kommentare von Menschen, die sich für etwas Besseres halten, zum Krebstod der AfD-Politikerin Corinna Miazga. Da haben wir hier, ist das eine Meldung wert? Du kannst doch gar nicht herzlich als Rechtsradikale, gute Reise in eine schöne bunte Welt. Sie hat ihre letzten 10 Jahre mit Hass und Hetze verbracht, kein Verlust. Nur ein toter Nazi ist ein guter Nazi, eine Ratte weniger. Corinna Miazga wird immer besser. Eine weniger, Antwort an Tino Chrupalla oder Antwort hier an Beatrix Storch oder an Alice Weidel, ja, auf ihre Kondolenz-Tweets sozusagen. Kommt sie jetzt nach Germania? Über Tod soll man bekanntlich nur Gutes schreiben. Corinna Miazga ist aus rechtsextremer Szene ausgestiegen. Warum postest du das jetzt? Jeden Tag sterben Menschen auf der Welt an irgendwelchen Krankheiten. Was ist an dieser Person so Außergewöhnliches, außer dass sie bei der AfD war? Schade drum, aber eine Narzisse weniger. Tja, auch AfDler sterben. Karma hat geregelt, fehlt noch der Rest von dem Sauerhaufen. Peter Fantastisch finde ich mal gerade richtig pointiert, dass so jemand aufs Karma sich beruft. Ja, Karma hat geregelt, da wäre ich mal jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Genauso wie Millan Tormajo, nur ein toter Fascho ist ein guter Fascho. Hoppala, wie ihre Freunde zu sagen pflegen, über die Toten nur Gutes. Corinna Miazga ist aus rechtsextremer Szene ausgestiegen. Könnte das nicht der Rest der Partei auch? Antwort an AfD im Bundestag. Und geht hier unten aber noch weiter. Ja, das sind längst nicht alles, ein kleiner Auszug. Und das sind die Guten, liebe Zuschauer. Das sind die Guten, das sind diejenigen, die uns diese Werte, die wir auch weltweit, ob in Afghanistan oder in der Ukraine oder sonst wo, verteidigen, ja, und die Ukrainer, die Tapferen, hier für uns unsere Werte und unsere Demokratie verteidigen und unsere Menschlichkeit und unser Miteinander und besten Deutschland, was es je gegeben hat, und genau das kommen dann solche Kommentare von diesen Leuten. Das sind genau diese Leute, ja, aber genau, ja. Ich möchte hier wirklich nochmal an Corinna Miazga durchaus nochmal gedenken. Und in ihrem Namen, wenn man so will, wenn ich mir das rausnehmen darf, diese Leute hier wirklich verdammen. Ja, das hat niemand verdient. Mich würde nicht auf die Idee kommen, bei irgendeinem politischen Gegner sowas zu schreiben. Ja, dann werde ich gar nichts schreiben. Ja, weil ich kann dann, wird dann noch nichts Positives schreiben, warum auch. Ja, aber so hinterher zu treten, ja, es ist mehr als primitiv. Es gibt kein Wort dafür. Nur mal kurz mal gezeigt, mit was für Leuten wir es zu tun haben. Die sind auch genauso leiden unter einem erheblichen Mangel an diversen menschlichen Eigenschaften. Muss man so sagen. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Macht es gut, ihr Lieben. Und
Corinna, wir kannten uns nicht. Erlaub mir diese persönliche Ansprache, sage ich mal. Ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute im neuen Leben. Servus. Boah. Echt.